Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch wieder einmal zu einem weiteren Video. Und aufmerksamen Verfolgern dieses Kanals wird höchstwahrscheinlich auch das Psychos letztes Video aufgefallen sein. Und bevor mir vorgeworfen wird, mich würde gar nicht interessieren, was der Psycho macht, werde ich jetzt darauf mal eingehen. Wobei ich persönlich finde, dass es da nicht wirklich viel zum Eingehen gibt. Denn es ist ja immer noch, wie gesagt, Psychos Entscheidung, wie er das Ganze hier macht, und er hat ja jetzt nicht aufgehört, weil er es irgendwie, glaube ich, scheiße und so findet oder weil wir uns gestritten haben oder sonst was, sondern weil er einfach nicht genug Zeit hat. Und das kann ich auch voll und ganz verstehen. Und ja, egal, auf jeden Fall, ich werde auch noch ein anderes Video in der Beschreibung verlinken, nämlich von Psychos eigenem Channel, den vielleicht mittlerweile, dank seiner Werbung, die er doch relativ exzessiv betrieben hat, der ein oder andere kennt, den mittlerweile der ein oder andere kennt. War das Deutsch korrekt? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Also, der Satz, egal, ich ahne, ich muss wirklich aufhören, dauernd immer so behindert abzuschweifen. Ich glaube, das ist nicht gut. Na, egal. Also, dem einen oder anderen, der wird, dem wird Psycho Games TV bekannt vorkommen. Und das ist ja momentan der Channel, auf dem der Psycho seine Videos bringt, hauptsächlich Multigame und so Zeug. Und dort hat er letztens auch ein Video veröffentlicht, das dem Thema, das hier angesprochen wird, eigentlich ganz gut damit zusammenhängt. Na? Und zwar hat er sich überlegt, ob er aufhört. Ja, ganz mit YouTube. Überhaupt, total. Auch mit seinem Psycho Games TV Channel. Warum? Weil er hat in letzter Zeit erstens nicht so viel Zeit durch die Schule. Kennt man. Schule, ja, das weiß ich, was ist. Mein Gott, bin ich wieder lustig. Ja, und aber auch nicht nur die Schule, sondern es gab auch noch ein anderes, in Anführungsstrichen, eine Veränderung. Ja? Und zwar scheinbar ein Sinneswandel. YouTube ist für ihn nicht mehr so wichtig wie einmal. Also wie einst, wäre sinnvoller anstatt einmal. YouTube ist nicht mehr so wichtig wie einst für ihn, und es hat in seinem Leben, wie gesagt, so einen gewissen Wandel gegeben. Ja. In gewisser Weise, naja, also sagen wir so, es ist mir nicht ganz unbekannt. Wobei ich jetzt aber trotzdem seine Entscheidung nicht ganz verstehe, weil der Psycho wieder dazu geneigt hat, ein Video zu machen, in dem er sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ich mache jetzt erstmal eine Kreativpause, aber vielleicht höre ich ganz auf. Und da, Psycho, verstehe ich es einfach nicht. Warum? Warum? Warum sagst du nicht einfach, dass weniger Videos kommen und einfach nur Videos kommen, wenn du Bock hast? Mache ich doch auch nicht anders. Dann kommt halt, was weiß ich, jedes halbes Jahr mal ein Video, aber ist doch scheißegal. Es muss doch, wieso muss man immer so endgültige Entscheidungen treffen, so? Entweder ich mache jetzt total viele YouTube-Videos oder ich höre komplett auf. Da gibt's doch auch noch was dazwischen. Also ich meine, es sind den Menschen doch keine Grenzen gesetzt. Man muss doch jetzt hier nicht unbedingt, also man kann doch Videos machen, wie man lustig ist. Das ist doch vollkommen wurscht, ob ich dann welche mache, mal im halben Jahr, wie gesagt, einmal, oder dann da voll dabei bin. Ich verstehe nicht, warum Leute dann immer gleich immer sagen müssen, ja, sie hören jetzt auf. Weil es ist immer so endgültig. Und ich meine, man kann einfach auch sagen, ja, ich habe jetzt momentan einfach keinen Bock auf YouTube oder nicht so viel und auch keine Lust, da irgendwie Videos zu machen. Und ja, deswegen mache ich halt jetzt einfach keine. Einfach so, wie es einem halt Spaß macht und nicht immer, keine Ahnung, YouTube ist doch keine Verpflichtung. Es ist doch eher vielmehr ein Hobby. Eine kreative Nebenbeschäftigung, die dem einen oder anderen auch sehr viel Spaß macht. Und, keine Ahnung, viele tun immer so, wie als wäre YouTube wie so ein Job. Wie als jetzt müsste man da jetzt unbedingt, als wäre man da jetzt voll drin und man wird irgendwie voll bestraft werden, wenn man da jetzt nicht regelmäßig ein Video macht, und es gibt nur eine Möglichkeit, entweder ich kündige oder ich werde dort weiter bis an mein Lebensende arbeiten und mich abrackern. Und es ist doch, also ich meine, wenn ich doch keinen Bock auf ein Video habe, wenn ich keinen Bock habe, da irgendwas zu tun, dann mache ich halt einfach keins. Da brauche ich doch dann auch kein Video irgendwie, ja, ich höre jetzt vielleicht auf. Da sage ich dann vielleicht, ja gut, okay,
kommt es halt in letzter Zeit oder nächster Zeit einfach nicht mehr so viel. Oder ich finde nicht einmal das muss man theoretisch sagen. Dann kommt halt einfach nicht mehr viel. Ich meine, es gibt genügend YouTube-Channels all across the world. Und ich meine, da ist es doch vollkommen irrelevant, wenn ein einziger YouTube-Channel einfach mal was weniger bringt. Oder gar nichts. Ich meine, die Leute werden dann entweder unsubscriben oder sie bleiben abonniert und dann sehen sie halt irgendwann wieder, wenn mal wieder ein Video kommt. Und ich weiß nicht, ich fühle mich da jetzt nicht so verpflichtet, selbst irgendwie prognostizieren zu müssen, wann, wie und wo ich da jetzt ein YouTube-Video bringe und oder nicht. Ich finde, das ist hier alles ganz laissez-faire. Naja. Das ist so meine Sache und keine Ahnung. Ich hoffe eher, dass der Seiko seine Einstellung überdenkt und da dann vielleicht auch mal wieder Videos macht. Also nicht aufhört. Nicht. Nochmal. Ich hoffe, dass der Seiko seine Einstellung überdenkt und einen Zwischenweg findet zwischen ich höre jetzt ganz auf und ihr seht mich nie wieder oder ja, ich finde es da voll verpflichtet. Ich glaube, da gibt's schon sowas. Ja, weil es wäre doch schon schade, wenn man so ganz aufhören würde. Fände ich zumindest, weil ich fand es eigentlich ganz lustig so mit dem Seiko und ja, genau. Also Seiko, du weißt, was zu tun ist. Wir werden sehen. Die Zeit wird's zeigen. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß in einer Kreativpause. Ich hoffe, sie wird kreativ. Verdammt. Ja, und ja. Ja, viel mehr gibt's jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Um genau zu sein, fülle ich gerade einfach wieder nur sinnlos Minuten. Deswegen werde ich das jetzt beenden, bevor ich dem einen oder anderen auf den Sack gehe. Aber das wollte ich noch was sagen. Deswegen das anderen auch noch so langgezogen wurde gerade eben. Weil ich. Egal. Und zwar. Ach du Scheiße, ist das schon wieder verpeilt. Und zwar wollte ich eigentlich sagen, dass ich keinen Plan habe, was ihr im Hintergrund seht. Aber da gibt es ja die Animation. Ja. Das hätte ich zwar jetzt am Anfang des Videos sagen. Habe ich das am. Vielleicht habe ich sogar am Anfang des Videos gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber nicht. Ja, ich werde es dann später sehen. Egal, das war so meine Einstellung dazu. Und ja, wir werden sehen, wie der Psycho das Ganze entscheidet. Und hoffentlich bleibt er bei uns. Und ja. John Tschüss, sagt der Quer. Schüsse zum Sieg. Abschuss gewinnt. Spiel vorbei. Sieg.